Mensch, ist schon wieder Zeit fürs Wäldchen? Wir können leider... Ja, wir müssen tatsächlich jetzt versuchen zu survivalen. Wir können keine Lurche mehr häuten. Wir können kaum noch was aufnehmen, weil das Inventar kaputt ist. Wir sind momentan quasi... ein bisschen in der Bredouille, möchte ich sagen. Mit ein bisschen Glück sind die Einwohner gerade tot. Ich weiß es nicht genau und wir frieren auch ein bisschen, habe ich das Gefühl. Bin mir nicht sicher. So. Ich hoffe, das geht. Wenn wir da jetzt so und dann... Die Scheiße ist, dass er die Treppe einfach selber ausrichtet. Das ist doch so eine Kacke einfach. Das ist doch eine mega Kacke, dass wir das Ding da unten jetzt falsch rumgebaut haben, was ja theoretisch gar nicht geht. Und dass es dann immer so festskippt quasi. So. Das ist doch Blödsinn. Warum kann man das nicht andersrum machen? Lass mich hier durch. Es geht nicht, dass man es andersrum... Manchmal möchte ich den verprügeln einfach. Halt, nein, hier, so. Nein, ich will das da nicht rein... Was ist denn jetzt... Oh, Mann! Okay, jetzt geht das wieder nicht. Macht immer mehr Spaß. Kacke, Elende. Ich warte nur ab, bis wir keine Kaninchen mehr jagen können, dann sind wir nämlich tot. Oder bis wir das Fleisch halt nicht mehr sammeln können. Oh, die sehen aber gut aus. So. So. Zum Glück sind das... Ich wollte gerade sagen, zum Glück wachsen da nie Giftige in der Nähe, aber... Ja, hier im eingeborenen Dorf. Ich glaube, da müsste jetzt... Ich glaube, es gibt immer ein gewisses Kontingent an Eingeborenen. Und ich glaube, die haben wir in der letzten Folge schon alle weggeschlagen, weil die alle zu uns gekommen sind. Das Doofe ist jetzt natürlich, Seile kann ich zwar mitnehmen, das ist natürlich ganz supi. Das Problem ist aber, sammeln kann ich hier sonst nichts, weil wir nichts aufnehmen können. Und selbst bei den Seilen bin ich ja eher skeptisch, ob wir die überhaupt sammeln. Das weiß ich ja momentan auch noch nicht. Ja, ich weiß ehrlich gesagt noch nicht genau. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht genau, ob wir überhaupt bauen können jetzt, wenn da dieser Bug auch noch bleibt, dass wir quasi diese Brücke nicht bauen können. So, jetzt haben wir da schon so ein Ding dran gehauen. Das wollte ich aber natürlich nicht. Oh, es ist doch zum Kotzen einfach. Es ist doch zum Kotzen. Es geht einfach nicht. Und das Problem ist, ich glaube, wir können auch gar keine Brücke bauen, weil dazu bräuchten wir natürlich erstmal einen Boden. Hallo? Jetzt klick die doch mal an! Klick den Boden an! Ah, ich muss unten klicken. Was ist das? Warum da rein? Ich muss das untere Ding erstmal bauen, sonst, ich habe Angst, dass ich sonst aus Versehen jemanden töten muss hier, bevor... Es können schlimme Unfälle passieren. So, zum Glück können wir noch essen. Jetzt gucken wir mal ganz kurz, wir versuchen, trotz der ganzen Quereleien, versuchen wir mal das Beste draus zu machen. Aus der Situation, wie immer. Und, mach doch mal das Feuerzeug weg. Es ist Tag, Junge. Guck doch mal nach oben, da scheint die Sonne.
So. Man darf sich natürlich nicht beschweren, es ist immer noch die Alpha-Version, gar keine Frage. Und auch wenn ganz viel gesagt wird, na, die Entwickler machen nichts und man zahlt ja nur für Early Access. Man muss ja nicht für Early Access zahlen, es ist freiwillig. Man muss wirklich nicht für Early Access zahlen. Das muss keiner spielen im frühen Stadion. Auch ich muss das gar nicht spielen im Stadion. Ich will es aber. Ich habe mich so entschieden. Insofern ab und zu mosern tut mir ganz gut, vor allem über die Bugs. Vor allem, wenn es wieder unspielbar wird, man den 10. Spielstand anfangen muss. Aber ganz ehrlich, dafür ist es halt eine Early Access. Damit rechnet man. Und ich glaube auch, wenn wir diesmal... Ich glaube, ich werde diesmal, wenn dieser Spielstand hier passé ist, aus Grund X, Y, Z, warum auch immer, dann werde ich, glaube ich, erstmal eine Pause von Forest machen. Und dann bei einer späteren Version wiederkommen, nicht unbedingt bei der nächsten. Es sei denn, da ändert sich wirklich ganz viel. Da werde ich wahrscheinlich dann erstmal... Huch, wollte ich gar nicht. So, da werde ich wahrscheinlich dann erstmal sagen, ja gut, machen wir später. Dann machen wir später weiter. Da muss ich nicht unbedingt jede Version mitnehmen, weil ich möchte es auch nicht... Ich möchte es auch nicht ausreizen. Das mache ich ja jetzt schon teilweise ein bisschen. Es gibt noch so ein paar Sachen, die ich probieren möchte, natürlich. Wie jetzt das mit der Brücke. Man findet immer wieder was. Man hat immer wieder meistens irgendwas mit was anderem Spaß. Meistens mit den Ureinwohnern. Aber ich möchte es halt nicht so ausreizen, dass es mir komplett zum Hals raushängt. Das möchte ich nicht unbedingt. Das wäre schade drum. Oh Mann, das ist ein Lurch und ich kann nichts mit ihm anfangen. Ich kann weder sein Fleisch essen, noch kann ich seine Haut häuten. Dabei gucke ich auch immer die Häuten-Show. Da kommen immer so Nachrichten auf dem ZDF. So. Nein, nicht droppen. Jetzt hole ich noch einen Baumstamm. Also ich kann gleich zwei holen eigentlich. Jetzt sind die Lurche überall. Sie spotten mir. Ich weiß es genau. Sie verspotten mich. So, dann haben wir da schon mal die Dinger stehen. Okay, vielleicht klappt es ja jetzt. Wenn wir also hier so eine Wand hinzimmern. Die könnte in etwa so gehen. Na, horche mal, wer da ist. Ich hoffe, der kommt jetzt hier nicht her, während ich hier meine Millimeterarbeit auslote. So, stell ich mal dahin. Uah. Alter, kommt die Axt voll ins Bild. Ach! Guck mal. Hier war gerade das Seil von dem... Was ist denn? Was? Ich glaube, bei dem Seil hängt immer noch ein Ureinwohner. Hallo? Was ist denn mit der Axt jetzt los? Hier ist das Seil. Was ist denn mit der Axt jetzt? Hier gehen ganz schräge Dinge vor sich. Hallo? Ich habe keine Ahnung, was da passiert. Ich zücke mal die Axt. Jetzt ist sie wieder normal. So, ich muss auf jeden Fall noch ein paar Bäume fällen. Wenn wir das machen wollen, dann machen wir das. Ich glaube, dann fange ich mal hier an. Dann haben wir vorne immer noch ein paar Bäume. Leider haben wir dann... Es wird leider sehr licht in unserem Wäldchen. Ich wünschte, die Bäume würden zurückkommen. Ich wünschte, das könnte man irgendwie einstellen, dass man sagt, okay, mit dem nächsten Safe Game kommen die alle wieder. Ich muss auch mal gucken, ob es eine Mod gibt. Hey, da hinten läuft jemand. Hallo. Ich hoffe, es ist nicht die Dame von unserem Freizeitvergnügen. Natürlich, natürlich, immer zum See. Warum auch nicht? Wir haben sonst nichts zu tun. Liegen da unten Balken drin? Nee, ne? Ich glaube, die Dame ist geflüchtet von unserem Apparello. Kann das sein? Ich bin mir gar nicht so sicher, aber ich glaube ja. Wieso habe ich jetzt eigentlich schon Bäume gefällt? Ich muss doch erstmal... So, das haben wir. Wenn ich jetzt da zum Beispiel sage, ich möchte gerne... Das will nicht so recht.
Ne, ja, das ist natürlich, das klappt hier super. Okay, ich mach da oben mal ein Fake-Ding drauf und versuche mal dann hier so ein Bodending drauf zu drunter zu machen. Also mit dem Bauen ist teilweise, ja, es ist sehr schön, sehr schön. Es funktioniert immer gut. Ich muss das Ding eigentlich gar nicht bauen. Ich hätte gleich darauf verzichten können. Ich krieg das da nicht hingebaut. Am Boden geht. Boden geht, kein Problem, aber eine Decke... Ne, Decke mache ich nicht. Ich verstehe nicht, was muss ich denn machen? Mach doch mal eine scheiß Decke, ein scheiß Baukack-Ding, ey. Es ist manchmal echt frustrierend, muss ich ja zugeben. Es ist manchmal wirklich sehr frustrierend, wenn man versucht, was zu bauen. Es geht einfach nicht, weil es einem technisch nicht ermöglicht wird. Aber so ein Scheiß wie einen schönen Waldboden, den können wir hier legen. Natürlich, vielleicht ein bisschen Laminat noch für die Herren Ureinwohner. Sehr gerne. Aber bloß keine Brücke, die wir hier drüber bauen können. Alter, willst du mich verarschen? Das ist eine Katastrophe mit diesem Bau. Das kriege ich. Ich krieg Pickel, wenn ich das Bau so bauen muss. Es geht einfach nicht. Scheiß Musik, halt die Fresse. So. Toll, jetzt haben wir das weggenommen, wo schon Bäume drin waren. Ah, es ist doch super. Vor allem können wir es jetzt auch nicht mehr da oben hinbauen. Jetzt haben wir die eine Baustelle aus Versehen weggerissen. Die falsche. Da, wo auch schon Bäume drin waren, die hier oben drauf stand. Und wir können das Ding eigentlich, naja, über Umwege können wir es nochmal hinbauen. Was macht der da oben mit seinen Händen? Macht der Vögelchen? Sah gerade so aus, als hätte er jetzt ein Vögelchen gemacht gerade. Ja, das geht auf jeden Fall nicht. Wir können hier natürlich das Ding überall schön hinstellen, aber da ins Obergeschoss, das geht leider nicht. Das heißt, aber ich kann es da direkt dran bauen. Alter, leck mich doch am Arsch. Das geht mir voll auf den Sack gerade. Die Baumodi hier sind so dermaßen beschissen. Müsste ja auch gehen, wenn ich das hier hinbaue, ne? So, naja, ist nicht ganz. Ich probiere nochmal. So, und jetzt eine Treppe drauf. Die natürlich genau falsch rum ist wieder. Herr im Himmel, Alter. Wer hat denn dieses Bausystem entworfen? Ich hoffe, der wohnt im Ureinwohnerdorf, dass man dem auch mal... Okay, rotate mir das ganze Ding, weil die Treppe kann ja nur in eine Richtung gehen. Ich weiß, es ist eine Alpha, trotzdem ärgert man sich. So. So. Jetzt noch eine Treppe dahin. Doch, das sieht richtig aus. Ja, das sieht richtig aus. Theoretisch brauchen wir das Ding da unten ja nun nicht. So, was wir theoretisch bräuchten, wäre dann hier... Custom... Alter, diese Axt, ne? Die hier dauernd... Oh. Oh. Oh oh. Der darf uns nicht kriegen, wir haben gerade eine Axt draußen. Huha, geh rein! Ja, so viel dazu. Wo ist der junge Mann mit dem Feuer? Er steht da hinten, sieh an.
ist aber nur ein junger Mann, begleitet von Vögeln, ist wahrscheinlich ein Disney-Prinz. Gut, wir machen ja auch mal Feuer. Ich will das gar nicht, aber ich habe keinen Bock zu brennen. Denn wir können ja keine Lizard-Skins mehr machen. Ja, genau. So viel dazu. Stirb, du Sack. So, ich werde inzwischen noch mal ganz kurz was essen. Seufz, Raw Lizard. Ich hoffe, das wird auf jeden Fall noch gehen mit dem Essen, weil mehr Chancen zu überleben haben wir nicht. Sobald wir nichts mehr essen können, ist natürlich aus die Maus. Mit einem Schlag sind wir dann weg irgendwann. So, vielleicht können wir den Spielstand auch irgendwie fixen mit einer Mod oder so. Das weiß ich jetzt momentan natürlich noch nicht. Ich würde das mit dem Übergang echt gerne noch... Ich war gerade so frustriert, dass ich überlegt habe, weißt du was, scheiß drauf. Machst du heute mal die letzte Folge. Weil, naja, siehst ja selber und irgendwann... Ah, naja, das ist ja... Habe ich ja schon alles erzählt, da muss ich nicht nochmal... Das will ich gar nicht wieder auspacken, so. Wobei ich natürlich schon Spaß daran hätte, wenn die Dinge schon funktionieren würden. Was ist das? Ach, haben sie mir das hingestellt, das ist ja lieb. Ich frage mich, wo dieser Faden jetzt hingeht inzwischen. Huch. Ein Arm, sieh an. Okay, gut. Ich will auf jeden Fall diese Brücke langsam mal irgendwie hinkriegen. Ich weiß noch nicht genau, wie wir es schaffen. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht mal, ob wir es schaffen. Dazu müssen wir so ein Custom Building hier noch hinsetzen. Aha. Jetzt kann man auch nicht mehr rotaten. Ich kann nicht mehr rotaten. Hinsetzen geht. Jetzt geht's wieder, Gott sei Dank. So. Man sieht leider überhaupt nicht, wo dieser Schnitt ist. Deswegen setze ich das Ding jetzt hier hin. Das wird wahrscheinlich noch nicht sitzen. Nein. Und dann setze ich eben noch eins davor. Nein. Setze ich nicht. Also das würde jetzt theoretisch mal gehen. Das ist schon mal ganz gut. Ich müsste aber mehr zum Stein hin. Jetzt kann ich also nur noch Decken bauen. Das Ding mobbt mich doch ohne Ende. Das ist doch wohl nicht wahr. So. Das ist doch wohl ein Hohn. Ich habe manchmal einfach, also manchmal meine Geduld, ne, die ist ja legendär. Aber hier auf die Probe sage ich. Ich kann auch, ich kann das Ding gar nicht, jetzt, oh, oh man glaubt es nicht, oh man glaubt es nicht, schnell hin. Wieso, ach da brennt ein Vogel, ich dachte gerade, oh, jetzt kommt bestimmt ein Ureinwohner und ich kann nichts bauen. Okay, näher beim Stein. Diesen scheiß Busch in der Fresse. Was kann denn noch passieren? So. Taugt das? Ich glaube, das müsste sogar noch weiter nach vorne. Scheiße. Es tut mir leid. Oh, und jetzt ist es nicht mehr. Jetzt ist es nicht mehr gerade. Doch, ist noch gerade. Es sah noch perspektivisch falsch aus. Ich muss mal ganz kurz, also... So, oh. Den Baum will ich auf gar keinen Fall schlachten. Ich will auf jeden Fall Bäume auch beim Übergang haben. So, hier. Ja, das sieht gut aus. Okay. Und wenn wir jetzt nämlich hier die Decke machen, so... So. So. Theoretisch müssten die Ureinwohner noch drunter durchlaufen können. Wir können es ja auch. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das schräg nach oben geht. Wenn nicht, dann... Oder wenn doch, dann machen wir eben am anderen Ende auch eine Treppe hin. Das hier würde wahrscheinlich noch sehr lange... Ich glaube, das geht wirklich sehr schräg nach oben.
Ist aber egal, scheiß doch drauf. Dann gehen wir eben schräg nach oben, was soll's. Dann können wir die Welt auch mal von oben sehen. So, dann machen wir da eine Treppe hin und ab da an, verstehst du? Dann haben wir nämlich so ein bisschen, das ist wie bei Minecraft ganz früher, wo wir die Zombies noch manuell auf so einem Steg noch in die, ich weiß was da war, Kaktusfallen oder was wir da nicht gebastelt haben. Diese Sachen und so ähnlich ist das hier eigentlich auch. So. So, die Frage ist nur, wo kriegen wir genügend Holz her und können wir die Bäume resetten? Wie gesagt, die Bäume auf dem Weg möchte ich gerne behalten. Das Problem ist nur, es gibt hier kaum noch Bäume. Die Bäume hier gehen nicht, die sind nicht dick genug. Wir müssten also eventuell... Hallo? So, ich schlage hier einfach mal alles an Bäumen weg, was wir kriegen können. Leider müssen wir dann echt Fersengeld geben und hin und her laufen. Es hilft leider nichts. Das ist schon ein Streckchen, aber ich möchte natürlich da das Wäldchen nicht kaputt schlagen, wo man dann sehen kann, wie die Einwohner links und rechts so nach oben springen und alles. Das wäre schön, da würde ich mich echt drauf freuen, wenn wir das irgendwie hinkriegen würden. Huch! So, der hier sieht tot aus. Ist der tot? Ich kann das gar nicht sehen, weil es so dunkel ist. So, ich mache das mal alles in diese Richtung. Was wir kaputt schlagen können, schlagen wir kaputt. In der Hoffnung, dass kein Einwohner kommt. Und dann schauen wir mal. Ich müsste eigentlich auch mal so ein Leuchtelichtchen hinmachen. Generell sind die eigentlich ganz praktisch überall im Wald, wenn man überall so kleine Fackeln hinmacht, aber die halten ja nicht sehr lange. Da müssen wir immer rumlaufen und die anzünden. So. Naja, wir haben ja schon mal eine Brücke gebaut. Wir können es auch wieder hinkriegen. Das letzte Mal haben wir die halt über den See gebaut. Diesmal bauen wir die über den Wald, wo halt eine super Strecke mit Einwohnern ist. Und ich möchte echt gerne sehen, wie die da... Wie cool, dass die Stöcke hier aufeinander stehen. So. Ja, zum Fällen ist das echt super. Toll. So, ich würde echt gerne sehen, wie das funktioniert, wenn wir da rumlaufen und die Einwohner springen links und rechts auf die Bäume. Okay, der lässt sich nicht mehr drehen. Ist egal, wir werden Laufwege in Kauf nehmen müssen. Es tut mir sehr leid, ich entschuldige mich hier vorab schon mal. Aber wie gesagt, das werden wir immer mal haben. Da drüben ist noch ein fetter Baum, den habe ich noch gar nicht gesehen. Vielleicht kriegen wir damit noch ein paar Abschnitte hin. Ich weiß es nicht. Macht euch also schon mal drauf gefasst. In der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall bauen. Und die Bäume fallen natürlich immer in die falsche Richtung. Ich habe da gar keine Worte mehr für. Ich weiß, man kann die Richtung angeblich beeinflussen, aber es scheint momentan überhaupt nicht mehr zu klappen. Zumindest die letzten Folgen nicht mehr, auch wenn wir drauf reiten, was immensen Spaß macht. Fallen die trotzdem einfach so auf uns drauf? So, warte, jetzt hier. Nee, der dreht sich einfach wieder und in die originale Richtung. Ich habe keine Worte. So. Und die Bäume nehmen wir hier mal alle mit. Ich habe keine Ahnung, wie viele Stumpen dann hier rumliegen. Ich glaube, für ein Stück des Weges wird es auf jeden Fall reichen. Kommen da hinten Einwohner? Ich glaube, da leuchtet was durch die... Da, wo der Hammer ist. Das könnte auch die Baustelle sein, weil da ja ein Hammer ist. Wobei der Hammer eigentlich ein Feuer ist, nur ein kleines Lagerfeuer. So, ein Baum, der vernünftig fällt. So. Ich gehe dann gleich pennen. Ich sollte sehr schnell pennen gehen. Warte mal. Damit wir die auch hören, habe ich jetzt mal die Musik gerade ausgemacht. Da wir keine Lurche mehr sammeln müssen, müssen wir echt die Eingeborenen meiden ein wenig. Wenn wir näher bei der Hütte sind, ist das kein Problem.
Und selbst jetzt auf dem Steg können wir noch... Ach, jetzt sind die wieder überall. Scheiße. Wir wurden entdeckt. Das Seil gerade von der Falle. Ich höre kein Gerenne. Vielleicht wurden wir nur entdeckt vom... von der Dame, die immer noch am Seil hängt. Das kann natürlich auch sein. Ich sehe hier momentan niemanden. Was ich mal mache gerade, ist eben was auf den Grill hauen. Ein Lurch. Da muss ich mal wieder ein... Alter, die Seil. Und ja, ich weiß, wir haben hier genug Baustelle. Wir haben noch genug zu tun. Und jetzt kann man da auch nicht gucken, weil hier lauter Baupläne sind. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Und ich fürchte, schlafen können wir auch nicht gerade. So. Was machen wir denn jetzt? Ich könnte schwören, die waren gerade hier, aber... Ja, keine Ahnung. Wir können mal versuchen zu schlafen. Ich glaube nicht, dass uns das gelingen wird. Ich glaube, die sind immer noch irgendwo in der Nähe, aber... vielleicht geht's ja. Dann können wir am nächsten Tag zumindest ein bisschen bauen. Ich gehe mal schlafen. So. Und tatsächlich konnten wir durchschlafen. Das ist ja erfreulich. Cool, dann können wir jetzt ja richtig, richtig loslegen mit dem Bau. Da freue ich mich ja. Natürlich können wir jetzt in der nächsten Folge loslegen mit dem Bau. Guck mal auf die Uhr. Jetzt guck doch mal auf die Uhr. Ja, in der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall mal versuchen, diesen Steg voranzutreiben. Ich weiß noch nicht genau, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Vor allem, wenn der Steg immer weiter nach oben geht, dann müssen wir auf der Gegenseite beim Haus ja irgendwas machen, wo der wieder runter geht. Sonst, ich meine, sonst kommen wir da ja nicht hoch. Das wäre ein bisschen blöd. Und ganz ehrlich, dieser Baumodus, oh, das ist so eine Katastrophe, mit dir zu bauen, so richtig. Oder mal was anderes zu bauen, das einfach nur ein eckiges Haus ist, einfach... Habe ich gar keine Worte für. In der nächsten Folge probieren wir uns mal daran. Ich hoffe, es funktioniert einigermaßen. Und jetzt müssen wir doppelt auf der Hut sein. Ab jetzt wird es richtig gefährlich, denn wir können keine Lurche mehr holen. Und langsam gehen uns die Optionen aus, naja, zum Beispiel für Nahrung. Die Fische können wir nicht mehr holen. Und ich weiß noch nicht genau, ob wir die Lurche jetzt auch neu sammeln können. Oder ob das vielleicht einfach nur immer weniger Fleisch wird. Das müssen wir in der nächsten Folge auch mal rauskriegen. Wenn es immer weniger Fleisch wird, dann sind wir eigentlich schon so gut wie geliefert. Lassen wir uns mal überraschen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao.